Also, Benny, das nächste Mal erwarte ich von dir bitte, dass du freiwillig gehst. Was war das denn bitte schön für eine Flugkurve? Und damit willkommen zurück zu Worms Clan Wars mit Gerd, Nick und Benny. Wie es nicht geht, habt ihr gerade gesehen. Genau, wie es nicht funktioniert, habt ihr gerade gesehen. Wir haben euch da mal was vor diese Folge geschnitten. Wenn wir dran gedacht haben. Genau, aus der Aufnahmesession davor, die wir leider abbrechen mussten, wie man gesehen hat, hatte Benny sein Auto-Aim wieder aktiviert. Blöd nur, dass das Auto-Aim nach unten geht. Ja, ne? Aber. Naja, wobei, ist gar nicht so doof, weil er hätte auf jeden Fall immer getroffen. Ja, ich hätte eher verstanden, wenn Gerds Würmer nur noch nach unten gezielt hätten, weil nach dem Granatenwurf haben die sich dann wahrscheinlich alle geschämt, weißt du, und haben deswegen nur noch nach unten geguckt. Wie steht denn mein Wurm da unten? Du hast relativ sicher. Guck mal, Benny, wenn du jetzt einfach da stehen bleibst und dann mal volle Kanne auf das Fass pfefferst, dann kannst du den Kill machen. Benny, ich sag's mal so, du hast einen tollen Hut. Da stehst du. Ja, da stehst du richtig gut. Ah, schade. Ich bin nur froh, dass er nicht auf die Idee vorher gekommen ist. Ja. Ito. Stimmt, ja. Hätte ich jetzt nicht so schlecht gefunden. Ich glaube, du könntest theoretisch sogar einen Kill machen. Wenn du ein bisschen Glück hast. Na, falsche Seite. Ich glaube, hättest du direkt neben dem 150er von Gerd was hingelegt, hätte der weiterfliegen können. Ja, ich würde es ja spannend machen. Ach so, ja, ja. Achso, darum werde ich auch als erstes ausgerottet, ja? Die Universalausrede. Ja, Gerd, wenn du weg bist, dann wird es einfach spannend. Solange du da bist, ist einfach nur lustig. Ah ja. Oh. Ah. Hast du Glück gehabt? Haha, ich sag Cappuccino. Ach echt? Ja, heiß. Ich dachte, es ist immer kalt. Ja, sollte man kalt trinken, aber ich trinke den lieber heiß. Heiß? Heiß. Junge, verbrannt, was für ein Scheiß. Boah, aber jetzt, wo du die ganze Zeit von Kaffee und Cappuccino redest, bekomme ich voll Lust auf warmen Kakao irgendwie. Ja, kannst du ja vor der nächsten Runde einen machen. Nö! Nee, warum ich? Einer reicht doch. Also Mario in dem Fall. Okay. Ja, nein. Sehr gut. Warum? Sehr schön. Ja. Ja. Nick? Och, Benny, du könntest das doch mal sein lassen jetzt. Du hast doch eben schon mit Wasser rumgespielt. Warum, ja, das Problem ist, warum wegfliegen mit dem Wasserballon und dann stellst du dich wieder unter den Stern? Mir nichts. Nee, lass das. Was anderes zu machen. Lass das. Nein, ich hab wenig genug. Ja, warte, ich überleg nochmal einen Moment. Und? Doch, ich hab überlegt, aber ich hab mich dazu entschieden. Hm? Ja, du kannst ihm nicht vorwerfen, er hätte nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, für dich muss ich mir auch was überlegen jetzt. Verstanden!
Ja, Gerd auf dem Wasserding. Ich, also, ne? Wenn ich Pech habe, gehe ich zwar mit, aber dann hat es sich wenigstens gelohnt. Was habt ihr gegen mich? Eine Granate? Der Fettsack geht zwar mit ein bisschen hoch, aber das macht nichts. Wow, echt jetzt? Ist doch nicht wahr. Du hast wirklich klebrige Finger. Och nö. Doch. Aua. Ja. Bahnfrei. Ich hab was Bein gehabt. Ich brauch was zu knabbern. Was Mario wohl dazu sagt, wenn er einen Wurm weniger hat, wenn er wiederkommt? Mario hat das gesehen und gehört. Ich meine ja nur, Gerd ist dran und steht da ganz gut eigentlich. Ich dachte, du musst dir erst noch was zu knabbern holen, deshalb. Nee, Vorbereitung ist alles, lag schon hier. Ach so. Wie lange? Ja, mal gucken, wie schnell ich mit der Tüte hier fertig bin bei Gerd. So ein Rest noch in irgendwo am Stuhl gefunden. Kreide ich fest, ja. Weißt du, was jetzt echt ärgerlich wäre? Mhm. Da jemand was hinschmeißt und der Stern kaputt geht. Das wäre sehr schade. Wow, das ist sehr sinnvoll gespawnt. Da wird da grün vorne halt, weil du so eine dicke Bazooka hast. Gerd ausrotten, die zweite. Ist egal, du gehst mit, weil das Ding geht jetzt mir hoch und dann haben wir da Wasser. Ist das? Nee, okay. Ist doch nicht wahr. Gerd? Ich habe übrigens das Mikro ein bisschen zurückgeschoben, damit ich hier in Ruhe knabbern kann. Du musstest mir das Ding auch unbedingt auf den Kopf legen, ne? Ja, wie war das richtig noch mit? Richtig an Mario. Der hat dir das auf den Kopf gelegt, nicht ich. Ja, macht nichts. Weil hier stehe ich jetzt doof im Wasser. Ja, du kannst dich auch ins Wasser stellen. Machst du nichts. Hat hier nur noch 37. Dann wächst du noch ein bisschen. Ja, weil ich ja auch so klein bin. Mhm. Ja. Mini-Me von Austin Powers. Boah, ich habe so eine schöne Idee. Ich weiß nicht ganz, ob die klappt, aber es ist echt, wenn es klappt, wäre schon nice. Guck mal, der Gerd ist der Grinch. Versaut allen die Tour, indem er was von seinem Gipfel wirft. Ach, jetzt ist der dran. Das ist doch doof. Jetzt kann der ja da abhauen. Das ist doch scheiße. Nee. Der Wind scheiße. Nee, der Wind ist schon gut. Ja, egal was ich mache, also. Also damit wirst du dem höchstens die Mütze streicheln. Ja. Warum hast du dem nicht einfach was hingelegt? Weil ich mir dann selber Aua gemacht hätte. Ja, das bisschen.
habe dir bis jetzt noch nichts getan. Du bist echt an der Geldkiste vorbeigeflogen. Stimmt, die habe ich aber auch nicht gesehen. Hast du dir da vertan? Alle Zeit der Welt. Und Gerd fängt sie wieder. Und kriegt aber keinen Schaden, kein Schaden, wo er direkt daneben steht. Oh, das doch, ist dein Ernst. Aber der Mayo kriegt down Schaden. Nein. Soll ich dich zur Münzkiste bringen? Ja. Express, ja? Und wehe, ich komme da nicht an. Doch, du kommst bestimmt an. Guck mal. Ah, ein zuverlässiger Reisedienstleiter. Ja, siehst du? Dafür kannst du mich jetzt auch erstmal in Ruhe lassen. Reisedienstleister. FDL, Flugdienstleister, ne? Ja. Oder Fahrdienstleiter. Ja, nee, das ist was anderes. Wo findet man eigentlich so eine Fahrdienstleiter? Im Fahrdienstleiterschuppen. Und der steht meistens am Fahrdienstleiterhäuschen. Gerd? Nein. Abwesend. Lass dir mal was da, ja? The worm you have caught is temporarily not available. Wie gut, dass der eine Direktverbindung zu dir hat. Standleitung. Und wo? Fand ich jetzt nicht fair von dir. Guck mal, ich hab dir da überhaupt nichts getan. Ja, aber du hast dich halt angeboten da. Ja, ja. Mayo, versuch's doch erst gar nicht. Wobei, da kann nicht so viel schief gehen. Ja. Das war absehbar. Guck mal, Schwimmbecken für dich, Mayo. Willst du da nicht rein? Ich helfe da gleich nach. Er ist auf dem besten Weg dahin. Ja, das stimmt. Musst du nicht, kannst du auch mir geben. Nee, du, lass mal. Das tötet dich nicht, das ist ein bisschen schade. Wie unangenehm. Ja, ja, sehr sogar. Boah. Warum hat Benny noch 3 Würmer? Was soll das? Kommt das Sturzkissen. Und ich weiß auch, wo es landen wird. Ach so, Mine. Hol dir doch die Kiste. Interessant. Geht, dass das direkt hochgeht, wenn die Mine, wenn es auf der Mine landet, ist okay. Ja, ja, ich muss mal, ich find, also macht natürlich Sinn, aber ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich so ist. Guck mal, ich hab die Kiste noch bekommen. Die Mine ist trotzdem noch scharf, das ist komisch. Die Kiste habe ich dafür noch bekommen. Ich hab's gesehen, ja. Ja, doch, geh ruhig noch einen Schritt. Ja, keine Kiste für dich. Brauche nicht. Krieg ich auch so. Guck mal, du könntest doch jetzt was zu Benny runterkullern lassen. Der hat eh noch so viel AP. Du könntest auch Nick, der dich zu der Kiste geschickt hat, einfach mal so. Warum? Mario wollte die Kiste. Ich habe ihn hingebracht. Das können wir jetzt auch ein bisschen danken, würde ich sagen. Nee, nee. Der versucht mich als erstes auszurotten. Nee, nee.
Erster? Ja. Ich wollte eigentlich noch die Bazooka auswählen. Ja. Das kommt davon, wenn man seinen Reisedienstleister verraten will. Ja, ne? Stimmt, das ist immer gut. Bio? Ja. Möchtest du weiterreisen? Ja. Das ist gut. Hi. Ich hab gehört, du wolltest nach Down Under. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Abenteuer-Trip mit einem Kugelfisch gebucht habe. Aber gut. Jetzt. Ich würde mich leben lassen. Ach so, okay. Ja, ist gut, dass du dich leben lassen würdest. Ist auch gut so, guck mal. Tschüss, Mario. War schön mit dir hier unten, aber naja. So. Das war dafür. Okay, nice. Er reicht aber nicht. Egal. Das war aber trotzdem schon irgendwie nice. Warum ist denn der Wind immer so kacke? Klimawandel. Ja. Globale Erwärmung. Ja. Mayo furzt zu viel. Ja. Ja, glaube ich. Nachschub ist eingetroffen. So. Überleg dir jetzt gut, was du mit dem tust, sonst wird dir der 150er da rechts zum Verhängnis. Ich wüsste, was ich tue. Okay, ich hätte nicht den Wurm tatsächlich genommen. Ja, doch, aus einem einfachen Grund. Nicht alleine letzter. Geht damit! Ja, ziemlich safe. Ja. 25 Sturzschaden. So. Ja, steht hier eigentlich erstmal. Ja, ich hab dir doch gesagt, ich hätte mich leben lassen. Verstanden! Wollt's ja nicht hören. Ach, schön. Ich wollte nur vermeiden, dass du Suizid begehst. Immer war das so. Wow. Benny hat aber auch immer ein Glück mit dem Wind. Ja, total. Schieß doch mal nach mit der Bazooka. Ach nee, du. Doch. Nee. Schade. 6 Sekunden, Benny. Ja, genau. Raus aus meinem Kopf. Ich wollte gerade sagen, ich würde ja jetzt die Holy. Aber da hat er sie schon ausgepackt. Ja, jawohl. Mm-mm. Oh. Boah. Ah, hätte die nicht links neben dem liegen bleiben können. Oh. Oh. Ungeahnte Möglichkeiten für Benny. Guck mal, jetzt kann er sich endlich bewegen. Benny, deine Mütze ist weg. Der schöne Hut. Ja, toll. Und der Wind ist immer wieder so scheiße. Das ist doch... Ja, ist wenigstens konstant beschissen, ne? Ja. Irgendwie die Toiletten bei der Bahn. Ja, muss an der gelben Fahne liegen, ne? Don't piss against the wind. Du hast die Banane schon? Ach, ich auch. Okay, na gut. Oh! Boah. Betteln und hoffen. Boah, hat der echt noch Glück im Unglück, ey. Das ist nicht wahr. Hast du aber Glück gehabt, dass du dich nicht selber mit vernichtest. Mit dem kann ich eigentlich nicht wirklich was machen. Machen wir das so.
Oh Mann. Nicht, dass er weiter mit Scheiße schmeißt. Ja, aber beide Positionen sind eigentlich relativ safe. Aber jetzt ist der Winzen. Ja, siehst du? Jetzt weißt du auch, warum ich deine Schutzhülle habe. Okay, wäre nicht nötig gewesen. Ja, safety so. First, ne? Benny. Nee. Magst du Obst? Nee. Ja, doch, nicht. Geschnitten. Nee. Oh, oh. Und damit gewinnt Nick. Ja, weiß ich nicht, ob es für beide gereicht hat. Nee, glaube ich nicht. Nee. Ach, Benny. Komm, ein großer Sprung. Das lohnt doch nicht mehr. Würde er da weggehen? Nee, ich würde da schon so sitzen bleiben. Frage ist nur, wohin? Okay. Du möchtest mir nicht zufällig verraten, was du von da machen möchtest? Nö. Teppische knüpfen. Ja. Ja gut, ich meine, von mir aus kann auch, können wir auch noch 20 Minuten genau so stehen bleiben. Der wartet auf den Feind. Der wartet auf den Feind, wie einst die Taliban im Gebirge. Oh. Oh. Boah. Boah. Okay. Alter, okay. Ja, dann geh ich halt normal dahin, ne? Benny, für sowas ja. Nimmt man aber eigentlich einen Fallschirm und nicht das Jetpack. Ich finde das schön, dass du hast noch eins. Nee. Kann ich bestimmt aber eins kaufen. Nein. Schlecht. Ich habe aber noch eins. Hast du einen Lack? Ja. Stimmt wohl, ja. Ich habe die aber auch absolut nicht gesehen. Die ist genau im Tropfen, kann das sein? Ja, verdammt gut getarnt. Ja. Vor allem war ich ein Stück raus. Wobei, das wäre mir dann aber auch passiert. Ja. Hallo. Schade. Nee, ich habe schon geguckt, dass der Wind nicht nach rechts geht. Ach, wie bei mir damals, ja? Einen großen Knall. Dass ich in die falsche Richtung fliege. Dieses Ergebnis wundert tatsächlich niemanden. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.